Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz und Weiß in den Katakomben im Haus der Bildung. Heute zu Gast ist Michael Wanner, Schulleiter der gewerblichen Schule aus Schwäbisch Hall. Herzlich willkommen, Michael. Dankeschön, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Michael, wie war dein Tag? Mein Tag war, wie zurzeit eigentlich alle Tage, ziemlich bewegt. Mhm. Also es sind ausgesprochen ungewöhnliche Zeiten und wir verreiben uns schon etwas im Moment in dem Konflikt zwischen dem berechtigten Interesse für mehr Unterricht, aber auch der berechtigten Sorge von einer weiteren ansteigenden Infektionszahl. Mhm. Habt ihr wieder Präsenzunterricht zurzeit? Oder wir haben alles? In geringem Umfang Präsenzunterricht, wollen eigentlich jetzt am Montag noch ein bisschen erweitern mit sehr gemischten Gefühlen. Mhm. Und warten jetzt mal ab, wie sich die Zahlen entwickeln. Ja, ja. Habt ihr Homeschooling in der Form machen können? Wir haben Homeschooling komplett den Stundenplan abgebildet. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler wissen genau, wie auf dem Stundenplan steht. So findet auch das Homeschooling statt. Das funktioniert soweit ganz gut. Ja, nicht bei allen gleich gut, aber wir sind froh, dass wir es haben. Das ist besser als nichts. Genau. Gewerbliche Schulen, was ist eure Aufgabe? Also, wenn man eine Ausbildung macht, kommt man zu euch. Ich möchte es vielleicht erweitern um berufliche Schulen. Berufliche Schulen, ja. Es ist schon eines der Kernprobleme, dass ganz viele die Terminologie gar nicht verinnerlicht haben, weil sie gar nicht so genau wissen, wie das System funktioniert. Also es ist grundsätzlich sind es zwei Aufgaben. Ich rede jetzt von der gewerblichen, aber das ist für den kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen im Grunde genommen das Gleiche. Es ist ein weites Feld, da könnte ich jetzt die 14 Minuten füllen, aber ich versuche das so kurz wie möglich zu machen. Im Grunde genommen sind es zwei Aufgaben. Das eine, hast du schon angesprochen, ist die Berufsausbildung, die duale Ausbildung, anderthalb Tage Betrieb, anderthalb Tage Schule, drei Jahre lang im Schnitt. Und das andere sind die sogenannten Vollzeitschulen, die von jedwedem Bildungsabschluss, der in einer allgemeinbildenden Schule erworben wird, weiterführt zum nächsthöheren. Also von nichts zur Hauptschule, vom Hauptschulabschluss zur mittleren Reife, von der mittleren Reife zur Fachhochschulreife oder zum Abitur. Ja, spannend. Wichtige Aufgabe, die eine er da macht. Eine absolut wichtige Aufgabe, die sozusagen die Durchlässigkeit des baden-württembergischen Schulsystems mit zu sichern hilft. Ja, ist toll, dass es so leicht möglich ist. Das war zu meiner Zeit noch nicht so. Das war damals ein Riesenkraftakt mit Abendgymnasium und war echt eine Herausforderung, auch eine Anstrengung. Du bist schon länger in dem Job. Was hat sich verändert in den letzten 10 Jahren? Gut, es sind eigentlich zwei Aspekte. Also für mich hat sich der Job geändert, weil ich als sozusagen ganz normaler Englisch- und Französischlehrer angefangen habe und im Laufe der Jahre zunächst eine Abteilungsleiter übernommen habe, dann stellvertretender Schulleiter und jetzt Schulleiter. Das ist schon eigentlich ein Schulleiter, ein anderer Job als Lehrer. Ja, klar. Ich habe auch nur noch 4 Stunden Unterricht, damit ich das nicht vergesse. Wie das ist. Aber also jetzt mal aus der Lehrkraftperspektive, was hat sich verändert? Ich glaube, die grundlegendste Änderung ist das, dass die jungen Leute, die jetzt kommen zu uns, dieses Einzelkämpfer-Dasein nicht mehr so haben, wie das früher der Fall war. Mhm. Früher war so die Einstellung, Klassenzimmer, Tür zu, dann bin ich mein eigener Herr, meine eigene Frau und mache, wie ich denke und gucke, dass ich meine Materialien habe und dass das alles funktioniert. Und heute ist es viel teamorientierter, schon vom Ansatz her, dann auch von den technischen Möglichkeiten, die teilen sich über digitale Medien alles Mögliche aus. Mhm. Also das ist auch Team-Teaching und solche Geschichten, also wo man miteinander die ganze Klasse betreut, das hat sich ziemlich zum Guten verändert. Ach schön, das klingt ja spannend. Also viel mehr Zusammenarbeit statt, statt Konkurrenz auch in den Klassenzimmern. Das ist sicher so, Ja, schön. Leitbild, in eurem Leitbild steht drin Wertschätzung. Mhm. Wie lebt man das oder wie erreicht man das? Ja, das ist immer die Gefahr bei Leitbildern, dass da vieles steht so im alltäglichen Leben vergisst man es vollkommen. Also ich versuche es schon und nicht nur ich. Also wir, muss ich sagen, im ganzen Schulleitungsteam, eigentlich im ganzen Kollegium versuchen das auch zu praktizieren. Ich versuche es zumindest, ein durchgängiges Motto, was meine Führungsaufgaben betrifft, dass ich mir klar mache, wo sind bei den Leuten die wirklich guten Seiten, wo sie wirklich was können. Und es gibt eigentlich alle, die irgendwo was können.
Das vergisst man gelegentlich, wenn der tollste Lehrer immer zum 10. Mal den falschen Statistikzettel abgibt, dann ist das vielleicht im Vordergrund, das ist aber falsch, weil ich weiß genau, der Unterricht ist wunderbar. Und man muss versuchen, da zu fördern, wo die Qualitäten liegen. Und nicht immer dem nachtrauern, was jetzt vielleicht an Defiziten da ist bei den Leuten. Und es denen dann auch sagen. Das ist ganz wichtig, dass wenn jemand was gut macht, dass man es ihm oder ihr dann auch entsprechend vermittelt. Also gelebte Tag. Es gibt nicht so etwas wie einen Wertschätzungstag an eurer Schule, so wie einen Valentinstag. Nee, das gibt es nicht. Das versuchen wir, dass wir das durchgängig machen und nicht nur an einem Tag. Schön. Vorbilder aus dem Kinofilm. Hast du so etwas? Also, oder einen? Da habe ich, ehrlich sagen, lang überlegt. Da war ich schon so weit, dass ich sage im Vorfeld, frag mich nach dem nicht, weil da fällt mir nichts ein. Und dann ist mir doch noch was eingefallen. Ja. Ein Film, der witzigerweise so alt ist wie ich. Okay. Die 12 Geschworenen. Wow, ja. Und da gibt es einen, den Henry Fonda, der durch Ausdauer und Geduld und Beharrlichkeit dafür sorgt, dass am Schluss die Gerechtigkeit siegt, so ganz kurz formuliert, indem er alle anderen Geschworenen umstimmt und von der Unschuld des Angeklagten nach und nach überzeugt. Und das finde ich halt was sehr Faszinierendes, dass das Element Beharrlichkeit und Konsequenz am Schluss zu diesem Erfolg führt. Wenn ich mich richtig erinnere, geht es in dem Film darum, dass es gibt einen Vorfall und 12 Variationen dieser Geschichte. Oder? Ja, es gibt im Grunde nur einen Vorfall, dann wird einer angeklagt, seinen Vater umgebracht zu haben. Und die Sachlage sieht am Anfang ganz eindeutig aus und es ist furchtbar heiß und alle wollen eigentlich gehen und gucken, dass es schnell geht. Und der Geschworene Nummer 8 ist, der sagt, da ist was faul in der Beweiskette und geht der Sache nach und nach und nach und dann einer nach dem anderen. Folgt ihm dann und schließlich wird er voll unschuldig erklärt. Ja, schön. Du fährst E-Bike, 10.000 Kilometer, hast du gepostet zumindest. Ja, stimmt. Ja? Kein Fake. Einfach im Alltag oder hast du größere Touren gemacht? Nee, es ist für mich der Ersatz fürs Auto in der Stadt. Also ich fahre alles, was Innerstadt ist, ist eigentlich auch bei jedem Wetter, fahre ich mit dem E-Bike. Und dann heißt es, dass das Auto eigentlich von Samstag nach dem Einkaufen üblicherweise bis zum nächsten Samstag in der Garage steht, beziehungsweise im Moment steht es im Freien, weil die Garage voll geplündert ist. Das ist so die Idee und das funktioniert auch ganz super. Gut. Wie bist außer du jetzt, halt längere Fahrtenbesuche von irgendjemandem. Wie bist du dazu gekommen zum E-Bike fahren? Bin ich dazu gekommen? Also die Topografie von Schwäbisch Hall ist jetzt nicht so, auch wenn man älter wird und etwas gewichtig ist, nicht so, dass man immer mit dem Fahrrad ständig bergauf, bergunter fahren möchte. Und trotzdem ist es halt eine enorm umweltfreundliche Art und bringt trotzdem Elektromotor auch ein bisschen so ein Grundmaß an Bewegung jeden Tag mit. Und das tut einem gut. Ich habe auch im Winter Spikes. Super. Und all sowas. Du bist neben deiner Tätigkeit als Schulleiter auch im Ehrenamt unterwegs bei der SPD. Wo bist du überhaupt überall tätig im Ehrenamt? Ja, bei der SPD, es war schon mehr, da war ich ja mal Gemeinderat, einige Jahre Ortsvereinsvorsitzender. Das machen jetzt Jüngere, das ist auch gut so. Daneben bin ich noch im Abo-Vorstand, das ist so ein Ding, das ergibt sich häufig aus der SPD-Tätigkeit. Und ziemlich viel jetzt im kirchlichen Kontext hier in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, auch bei uns oben auf dem Teurershof in der Sophie-Scholl-Gemeinde, die, finde ich, einen guten Ansatz hat. Wie viel Zeit, kannst du das abschätzen, wie viele Stunden in der Woche du da unterwegs bist, so ungefähr? Also es ist schon etwas weniger geworden, seitdem der Gemeinderat nicht mehr dabei ist. Das war schon der größte Zeitfall, so muss man schon sagen, mit den Ausschüssen und entsprechend. Aber es sind pro Woche schon, also 4-5 Stunden bestimmt. Großes Engagement, ja. So. Ich habe dich gebeten, einen Überraschungsgegenstand mitzubringen. Ja. Soll ich ihn ausprobieren? Ja, bitte, ich bin gespannt. Ups. Also, das ist dieses Teil, ich weiß nicht, ob man sehen kann, es ist nicht das Originalteil, aber es ist eine Miniatur dessen, was ich mitbringen wollte. Also, ein Waffeleisen. Jetzt
Da gibt es natürlich eine Geschichte. Ja, ich bitte darum. Ja. Also vor fast auf den Tag genau 45 Jahren war ich Schüler in einer Schule in Aalen, war dort in der SNV tätig und eine der Aufgaben war, ein Schulfasching zu organisieren. Mhm. Und bei diesem Schulfasching hatte ich die Aufgabe, an einem Stand Waffeln zu backen. Und dann kam eine Mitschülerin, zwei Klassen unter mir, und hat mich gefragt, ob sie mir helfen könnte. Mhm. Und seither sind wir zusammen. Ja, schön. Haben drei Söhne und zwei Töchter. Und deshalb ist das Waffelbacken der Anfang einer sehr, sehr langen und erfolgreichen und Geschichte. Geschichte, ja. Genau. Ja, schön. Aber es war also ein Waffeleisen aus dem Bestand meiner Mutter und war schon ein bisschen größer. Funktioniert das oder hat es einen Strom? Das ist uralt, das ist so aus den 30er Jahren. Und ich habe es mir jetzt überlegt in dem Zusammenhang, ob ich mal meine Elektrokollegen frage, ob sie da noch einen alten passenden Stecker. Ja. Mal gucken, ob das auch den Sicherheitsstandards noch entspricht. Das ist ein alter Bügeleisenstecker. Sowas, ja. Aber ist schon älter. Ja, spannend. Ja, schön. Damit sind wir schon wieder fast durch mit Schwarz und Weiß. Zum Schluss die fünf Begriffe, Sätze beenden. Du kennst es, geht los mit Leitbildentwicklung ist. Ein mühsamer, aber lohnender Prozess. Unterrichten ist. Eine große Freude, besonders wenn es nur 4 Stunden sind und wenn man sich gelegentlich darauf freuen kann, die organisatorischen Tätigkeiten liegen zu lassen. Sport ist. Wichtig. Familie ist. Das Allerwichtigste, aber das ist in Ausdruck. Bildung ist. Mein Job und das aus Überzeugung. Vielen Dank. Bitteschön. Danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Danke dir, dass du hier warst. Wenn Sie keine weitere Sendung von Schwarz und Weiß verpassen wollen, drücken Sie auf den Abonnierknopf. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Dankeschön.